Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Pferd ab in deine Box. Was ihr hier seht, sind natürlich bei weitem nicht all meine Pferde, aber es sind jetzt mal alle Pferde, die ich zurzeit auf meinem Hof haben möchte. Wer sich dafür interessiert, wie mein kompletter Hof mit allen Pferden drin aussieht, kann sich natürlich erstmal oder nach diesem Video mein Hoftour-Video ansehen. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier erstmal an mit den Tieren, die keine Pferde sind. Da habe ich zum einen hier meine Esel und hier ein paar Weißwedelhirsche. Ich denke mal, dass ich die Hirsche in dieses Böckchen hier reintun werde. Die Esel werde ich hier in eine Box reintun, die etwas größer ist. Das wäre dann auch geschafft. Jetzt haben wir hier noch Boxen. Hier ist eine Koppel. Da stehen schon die Kühe drauf. Die wollte ich jetzt nicht nochmal extra einsortieren, weil es bei denen eh klar ist, dass die auf der Koppel stehen werden. Genau. Dann machen wir mal weiter mit meinem großen Schleichstall. Da möchte ich so Privatpferde drin haben. Also ich würde jetzt mal hier den Sigi nehmen. Sorry, dass meine Kamera immer wieder unscharf stellt. Das liegt daran, dass es schon Abend ist und das Licht recht schlecht ist. So, dann nehme ich hier den Kollegen, der gerade umgestürzt ist. Der heißt Sky. Der kommt dann auch hier rein. Dann möchte ich noch, hier den Sommernacht. Den tue ich jetzt mal hier draußen auf das Paddock. Ebenso wie die Anushka. Die kommt hier auch rein. So, dann wäre der Stall auch schon mal befüllt. Ich würde sagen, dann machen wir hier diese Boxen, die vor dem kleinen Ponystall stehen. Da hätte ich gerne drin hier die Flicker. Dann vielleicht den da. Auch hier rein tun. Den Fire Hero. Mir fallen gerade irgendwie keine Pferde mehr ein. Ich würde sagen, ich mache erstmal hier mit weiter. Also in dieses große Paddock würde ich auf jeden Fall die Samantha mit ihrem Fohlen Figaro rein tun, weil die halt einfach dann mehr Platz haben zu zweit. Dann haben wir hier die Box. Die nutze ich immer für so meine Leitpferde. Deswegen mache ich da jetzt den Kaubolo rein. Der ist so ein bisschen der Hofchef hier auf dem Hof. Hier nebendran kommen auch zwei Westernpferde und zwar der Rocky und der Tiades, wenn ich ihn finde. Das ist der Schimmel hier. Die sind gut befreundet und es sind halt zwei so jüngere Hengste, die eben für Western eingesetzt werden. Das ist eher so ein älterer Western-Hengst, genau. So, mir sind immer noch nicht Pferde eingefallen, die ich in den Boxen haben will. Ich würde sagen, machen wir jetzt hier diese kleinen Boxen. Da weiß ich es nämlich schon. Da möchte ich hier den Duke. Es ist kein Schleichpferd, sondern ein Collect-Dartmoor-Pony, das ich ein bisschen angemalt habe. Die Scheckung. Ja, so. Dann kommt daneben die Lumina mit ihrem Fohlen Flips. Quatsch, Fips heißt da nicht Flips. Sorry, Foli. Ugh. Alles klar, dann kommen hier rein zwei kleine Biester. Zwei Fohlen, nämlich der Streif und der Lippo. Die sind so ein bisschen frech und befreundet und ja. Oh, die Boxen nebendran, da möchte ich meinen Spirit reintun. Hier Orion zusammen mit seinem besten, liebsten Kumpel Mickey. Dann kommt hier auch so eine Art Pferdekappe rein und zwar die beiden. Das ist die Shorty und der Trouble. Hier nebendran mache ich dann auf jeden Fall die Cass und die Chloe. Und ein drittes Pferd nehme ich. Ah ja, hier. Der Danny, das ist der Bruder von der Chloe. Deswegen stehen die jetzt auch nebeneinander. Und dann haben wir hier die Cass. Sind wieder die Pferde für da hinten eingefallen. Yay! Und zwar sind das die Quinn. Die kommt hier hin.
Und ihre beste Freundin Brave kommt. Kommt neben dran. Dann hätten wir hier auch schon alles voll. Dann würde ich sagen, machen wir hier die Boxen. In die zwei großen wollte ich so zwei ältere Stuten reinmachen. Und zwar hier die, bei der habe ich gerade irgendwie den Namen vergessen, beziehungsweise die hat gar keinen Namen. Und die Pointy kommt schön brav hier in die hübschen Boxen rein. Ja, die sind auch so ein bisschen kälteempfindlich. Und halt ein bisschen älter. Dann in die Einzelbox kommt hier die Belle. Auch wenn das ein Zebra ist, die kann man reiten. Also ich habe mir das so ausgedacht, das ist halt so ein reitbares Zebra. Die wird auch als Schulpferd genutzt. Ja, die steht halt hier. Hier noch eine Box, da würde ich die Grace reinmachen, weil die ist so ein bisschen ein jüngeres, wilderes Pferd und ist gerade so in der Ausbildung ein wenig. Da habe ich tatsächlich ein Video zugedreht, das könnt ihr euch auch gerne anschauen, falls es irgendwann mal online kommen sollte. Das ist auf jeden Fall schon gedreht. Dann ist da hinten der Ponystall, da passen 9 Ponys rein und ich glaube, ich habe tatsächlich auch 9 hier rumstehen. Also auf jeden Fall mal hier die Isabella und der... Ich habe seinen Namen vergessen. Ich glaube, der ist irgendwie Bonsai oder so. Auf jeden Fall kommen die da schön hier so in die Boxen rein. Die sind halt recht klein, die Boxen. Deswegen kommen da nur Ponys rein. Dann nehmen wir hier den Oreo. Auf jeden Fall haben wir hier noch 3 Ponys. Die nehme ich jetzt gerade mal mit. Also, der Twix kommt neben den Oreo, weil es sind beide so etwas ältere Ponys, die verstehen sich auch ganz gut. Dann machen wir den da, den Phönix oder Phoenix hier rein. Der Bounty ist ein bisschen frech, deswegen ist er hier in der Ecke. Ist übrigens ein Repaint. Genau, dann kann die hier, die Ginny, nee, die heißt nicht Ginny, die heißt Gypsy. Die Gypsy kann hier in die Mitte. 2 Ponys übrig, oh Gott, die sind alle umgefallen, die Armen. Nämlich hier die Maya und bei dem habe ich den Namen vergessen. Der hatte voll den coolen Namen, aber ich weiß den nicht mehr. Und ich mag den auch total gerne. Auf jeden Fall kommen die hier rein. So. So. Perfekt befüllter Ponystall. Yay. Dann fehlen uns noch all diese Pferde. Für die habe ich jetzt keine Boxen mehr. Allerdings habe ich hier hinten noch so einen Roundpen mit Gras. Da werde ich die 2 Fjordpferde drauf tun. Perfekt. Dann das Restliche sind so, genau, das sind also so Stuten und Wallache, die für den Schulbetrieb genutzt werden oder halt einfach recht alt sind. Die kommen jetzt auf die Koppel zu den Kühen. Also ich habe jetzt schon mal hingestellt die Mississippis, die Haflingerstute, die Silver und der Peppo. Dann haben wir hier die Lizzie und die Mallory. Ich hoffe mal, dass die stehen auf dem Gras. Tun sie natürlich nicht. Ah, nein, nicht ausbrechen. So, dann gibt es noch hier 4 weitere. Die Nabab, das ist die beste Kumpeline von der Mississippi. Hier die Gaia, die ist so richtig alt und quasi so auch ein bisschen die Leitstute von denen. Haben wir hier den Bacardi, der ist auch schon etwas älter und ja, ich mag den Stall gern. Vor allem die Haltung von dem Modell mag ich sehr gern, genau. Dann haben wir hier den Connor. Das ist eins von meinen Lieblingsmodellen und auch von meinen Lieblingspferden. Der steht hier auch auf dieser Schulkoppel. Stellt euch vor, die Koppel ist nach hinten in größer. Jo, das wär's dann hier mit meiner wunderhübschen Pferd ab in deine Box, was auch immer. Ich habe sowas noch nie zuvor gedreht und weiß nicht. Ich persönlich fand die Videos immer recht langweilig, aber da viele sich das gewünscht haben, dachte ich mir, wenn ich jetzt mal einen Hof habe, dann mache ich das halt. Genau, also den fertigen Hof könnt ihr euch in meinem Hoftour-Video ansehen. Da seht ihr auch die ganzen Pferde, wie sie in ihren Boxen stehen oder wie sie... Und dann noch einen schönen Tag wünsche ich euch und ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat.